allgemeine illustrierte Enzyklopädie der Musikgeschichte von Professor Hermann Ritter, Band 1, im Zusammenhang mit der Musik. Die Macht der Gewohnheit ist meistens so groß, dass der Mensch nur das genießt, was ihm von frühester Jugend an gereicht wurde, und mit Widerstreben an dasjenige geht, was ihm ungewöhnlich erscheint. Selbst wenn er sieht, dass andere seinesgleichen bereits im Genusse des Neuen schwelgen, selten gelangt die Menge durch eine tiefere Einsicht in das Wesen des neuen Gegenstandes zum Erfassen desselben. Meistens ist es eben die Macht der Gewohnheit, die ihr das Neue dann nach und nach genießbar erscheinen lässt. Da es nun im Leben einmal so ist, dass sich alles gewöhnlich nach dem Gesetz der Trägheit entwickelt. Nur Einzelne eilen voraus und treten als Verkünder neuer Erkenntnisse und neuer Kunstanschauungen auf. Und anschließend weiter aus dem gleichen Buch immer Stücke, kurze Stücke. In der Musik hatte sich die Menschheit die gängige Sprache geschaffen, welche, was tiefste Erfassung des innersten Wesens des Menschen anbetrifft, weit über alle Sprachen, deren sich der Mensch zum Ausdrucke seines seelischen Lebens bedient, hinausgeht. Durch die Musik sind wir imstande, einem Menschen ins Herz, das heißt auf den Grund seines tiefsten Empfindens zu blicken. Aber wie wir im Leben unaufrichtigen Menschen begegnen, so gibt es auch unaufrichtige Musik. Dieselbe ist nur gemacht und ihre ganze Ausdrucksweise ist angelernt. Solche Musik ist ebenso wenig überzeugend, als uns Menschen durch gemachtes Lächeln oder durch übertriebene Ehrerbietung von ihrer Aufrichtigkeit überzeugen. Es sind erheuchelte Gefühle, welche diejenigen, von denen sie ausgehen, nicht beseelen. Es ist und bleibt eine Hauptbedingung, welche sowohl die Schöpfung der Kunst als auch die Gegenstände in der uns umgebenden Natur erfüllen muss, wenn wir freudigen Genuss durch dieselben haben sollen, dass sie echt sind. Durch die Musik in ihren Darstellungen vermögen wir das Höchste, Edelste zu empfinden. Sie kann uns das Ideal, dem wir im Leben zugewendet sind, innerlich fühlen lassen. Sie lässt uns in fleckenloser Reinheit dasjenige, was zu erstreben uns sonst unerreichbar dünkt, erscheinen. Die Musik ist die tiefgründigste Sprache, was Offenbarung des seelischen Lebens anbelangt. In der Tonsprache erst offenbart sich uns das eigentliche Leben selbst, wie wir dasselbe tiefer nicht erfassen können. In der Tonsprache sind die letzten Stimmungsgründe der bewusst empfindenden, denkenden und handelnden Natur zu suchen. Die Musik ist demnach die Seele der empfindenden, denkenden und handelnden Welt. Die Weltseele, welche wir als das höchst, als tief empfundenes Ahnen spüren, hier in der Musik als Sprache in Tönen offenbart sie sich. Gleich viel, ob in der unbewusst waltenden Natur, im Tosen der Wasserstürze, im Donner, im heulenden Orkane, in den vielstimmigen Lauten der Tierwelt oder in der bewusst waltenden Natur im Menschen, in dessen Innern sich ihr vornehmstes Heiligtum befindet. Woher die eigentümliche Wirkung? Woher jenes reine, ungetrübte Seelenglück, welches uns der Genius eines Beethoven, aber auch eines Bach, eines Mozart spendet? Ihre Kunst ist deshalb so wertvoll, weil sie keusch ist, weil sie sich hoch über alle gemeine, ruhsinnliche Leidenschaft erhebt, dahin, wo einzig und allein Befreiung vom irdischen Leid zu suchen ist. Die Musik dieser Meister ist etwas, was uns das Leben im Lichte idealer Verklärung empfinden lässt und uns somit in einen beseligenden Zustand reinen, ungetrübten Glückes versetzen kann. Caroline von Wolzogen hat darum recht, wenn sie sagt, die Musik ist eine höhere, feinere Sprache als die Worte. In Augenblicken, wo der erhöhten Seele jeder Ausdruck zu schwach scheint für ihre Empfindung, da beginnt die Tonkunst. Musik ist der Ausdruck des inneren menschlichen Empfindens. Musik ist die ureigentlichste Sprache der seelischen Regung des Menschen. Was haben wir nun unter Seele zu verstehen? Seele ist das unserem Begriffsvermögen verborgene, tief innere Regen derjenigen dunklen Kräfte, welche als die Haupttriebfedern zu unseren Handlungen angesehen werden müssen. Es versteht sich wohl von uns selbst, dass die seelischen Regungen bei der Verschiedenheit der menschlichen Individuen auch sehr verschieden sind. Nicht immer ist der eine mit den Empfindungen des anderen einverstanden.
Das heißt, sie finden nicht den gewollten Widerhall. Nicht immer gerät der eine mit den Empfindungen des anderen in Sympathie. Die Seele ist daher wohl mit einem Resonanzboden zu vergleichen, der bei dem einen sehr leicht, bei dem anderen sehr schwer in Schwingungen zu versetzen ist. Bei dem einen ist er so zart, dass er beim leisesten Tone schon stark mitvibriert. Bei dem anderen ist derselbe so unelastisch, dass es starker Anregungen bedarf, um ihn zum Schwingen zu bringen. Im Tone erst ist die Seele voll lebendig. Hierin ist ja auch zum Teil das Wesen der Sprache begründet. Ausschließlich aber ist nur die Musik als Ausdruck des innersten seelischen Lebens zu bezeichnen. Die Tonkunst oder Musik kann uns Offenbarung all der seelischen Regelungen oder Gemütszustände gewähren. Sie ist das Mittel, welches den inneren Menschen definitiv aufdeckt. Die Seele selbst spricht zu uns und erzählt uns Leid und Freude. Darum gleicht ein Kunstwerk der Tonkunst einem Dome. Nicht aus totem Material, sondern aus dem lebendigen und herrlichsten Mittel, aus dem Stoffe der eigenen Seele, unsichtbar weit hinaufragend. Verstandesbegrifflich kommen wir dem Gemütszustand durch Veräußerung derselben in Tönen deshalb nicht bei, weil die Musik ihrem Wesen nach nicht verstandesbegrifflich zu deuten ist. Mit den bloßen Begriffen ist es in dem Reiche des Übersinnlichen nichts erreicht. Viele Menschen machen allerdings Musik, aus der nie eine Seele spricht. Wie könnte man überhaupt mit nüchternem Erwägen das erfassen wollen, was die Begeisterung geschaffen hat? Die transzendentalen Fragen der Musik, das heißt jene Fragen, die über das rein sinnliche, formale und physikalische hinausgehen, können wir nie beantworten. Wie ungeschickt und unzulänglich ist der Verstand, das Werkzeug des Kritikers zur Beurteilung einer Tondichtung, die doch ein Seelengemälde ist. Er kann beobachten und zergliedern, so viel er will. Den Kern der Sache findet er nicht, wenn er ihn nicht nachempfindet. Wer will sich unterfangen, den Ursprung der geistigen Grundkräfte oder gar des Lebens einer Tondichtung zu ergründen? Seite 115 des gleichen Buches. Aristoteles bemerkt: Über den Zweck der Musik könnte man zweifelhaft sein, denn jetzt treiben sie die meisten nur zum Vergnügen. Die Alten dagegen rechneten sie zur Erziehung, weil die menschliche Natur selbst, wie schon oft gesagt, danach strebt, nicht allein auf die rechte Art geschäftig, sondern auch auf schöne Art müßig zu sein. Es ist weder leicht auseinanderzusetzen, welche Kraft sie, die Musik, hat, noch zu welchem Zwecke man sie eigentlich treiben soll. Ob der Kurzweil und Erholung willen, wie Schlafen und Trinken, denn diese beiden Dinge sind zwar an und für sich nicht wertvoll, aber doch angenehm und wiegen die Sorge in den Schlummer, wie Euripides sagt. Daher aber rechnet man auch die Musik dazu und genießt sie zu gleichem Zwecke, Schlaf, Wein und Musik. Auch das Tanzen rechnet man dazu. An anderer Stelle hebt Aristoteles ausdrücklich hervor, dass die Beschäftigung mit der Kunst als allgemeines Erziehungsmittel nur den Zweck haben könnte, den Geist empfänglich zu machen für den bildenden und läuternden Einfluss des Schönen. Er empfiehlt der Jugend aufs Eindringlichste die Pflege der Musik, fügt aber die Beschränkung hinzu: So viel ist nun klar, dass ihre Erlernung weder für die künftige Beschäftigung hinderlich sein, noch für den Körper zu kriegerischen und bürgerlichen Tätigkeiten unfähig und untüchtig machen dürfe.